Ihr macht das schon. Ja, wir haben noch ganz viele Mana-Tränke und ich werde sie doch wieder brauchen. Also, so. Kluck, 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 kluck. So. Hier. Portal. Bitteschön. Laufen und schreien vor dem Portal weg. Jungs, was? Seid ziemlich ängstlich geworden, seitdem ich mit Dynamitstangen nach euch geschmissen habe, als ein riesiger Wurm euch auffressen wollte. Und jetzt sollte ich echt mal die Tür setzen, bevor ich das... Ne? Na, schon wieder zugewachsen. So schnell reagiere ich inzwischen. Da wächst der Efeu, bevor ich reagiere. Na komm, mach das weg, bitte. Danke. Das läuft schon wieder weg. Wir haben übrigens keine Heiltränke. Ich wollte es nur mal so erwähnt haben, da jetzt gerade die Welle kommt in einer Minute. Da... Lebenstrank, okay. Wasser haben wir genug. Blätter haben wir genug. Harz haben wir den ganzen Stack voll. Und es gibt anscheinend nicht mehr als einen Stack. Heißt, es hapert an den 100 Beeren. Gut, also stellt bitte mal 99 Heiltränke her. Und gleichzeitig... Du, nein, nicht kaputt haben. F1. Wilde Zwerg, du gehst schlafen, gut. Du arbeiten, du gehst schlafen. Du gehst schlafen. Schlafen. Kletter erstmal zu hoch. Dann geh schlafen. Du gehst sowas von schlafen. Geh schlafen, schläft. Okay, doppelte Geschwindigkeit. Jetzt geben wir keinen Angriffsbefehl. Denn Angriffsbefehl sollte sie springen auf und wollen töten. Sondern lassen sie einfach schlafen. Dann werden sie zwar durch die erste Mauer durchkommen, aber dann hilft der Turm ein bisschen und dann gucken wir weiter. Was zur Hölle machst du? Okay, den Block kannst du noch wegmachen. So. Warum ist dann? Nein. Das ist ja keine Tür. Du, stopp. Übernehmen. Na, wozu eine Tür hinsetzen, um sie wieder abreißen? Nein. Fein. Benutzen. Du haust nicht den Zwerg, oder? Nee, du haust die Tür. Okay. Alles gut, alles gut. Du. Warum kriegst du Schaden? Dover Zwerg. Schlafen. Brutzel. Weg mit dir. Oh. Okay, nächster Yeti. Brutzel. Doppelte Geschwindigkeit. Zwei sehr angeschlagene Yetis im Angebot. Möchte die nicht jemand töten? Also noch mal schlafen. Er macht Heiltränke, ist auch sehr gut. Die könnte ich schon mal hier. Da. So. Schnarch. Hier wachsen Pilze und Kristalle in den Öfen. Ist auch kurios. Und haben wir irgendwo wieder Zwerge, die gefangen sind. Oder nichts machen. Du machst nichts. Arbeiten. Sehr genaue Beschreibung deiner Tätigkeit. Ich arbeite. Wow. Aber die Stahltüren halten echt viel mehr aus, wenn sie zu sind. Aber auch die will gleich sterben. Sieht schon nicht sehr gut aus hier. Warte mal. Müsste jetzt ja zig Dutzende auf einmal treffen. Nö. Kriegen irgendwie alle keinen Schaden mehr. Oh, warte mal, die sind alle schon tot und ich sehe es nicht. Guckt euch das mal an, das sieht hier irgendwie nicht richtig aus. Hallo Jungs. Bye, Jungs. Die gehen alle wieder runter. Flup.
Ah, damit sie uns keine Knochen droppen, ha? Ja, ja. Kluge Kerlchen. Oh. Und alle Skelette, die jetzt weggegangen sind, die kommen eventuell nächsten Tag wieder, also nächste Nacht, in diesen Mini-Portalen. Damit wäre das Rätsel auch wieder geklärt. Sehr schön, okay. Jungs, töten. Nein, nicht den Baum. So. Die hier auch alle. Nicht den Baum. Den Baum. Und den Baum. Das da. So, Tür auf. Hunter! Sehr gut. Ist hier nicht so, dass sie hätten hochklettern können oder so. Gib ihm. Gib ihm. Jo. Usch. Eine Fettspirale. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Dich weg. Dass sie mich hier auch immer wieder sabotieren müssen. Mit doofen Schneeberge. Das machen wir jetzt. Und danach kümmern wir uns weiter um die Geheimnisse dieser Welt. Geschwindigkeit ist schon doppelt, okay. Portal. So. Weg, 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 weg. Wirbel. Mana gleich wieder alle. Das passt schon. Du weg. Du weg. Du weg. Meh. Meh, meh. Klettert ihr auf den Baum hoch, nur um darüber zu springen? Ich glaube, manchmal haben die Zwerge einfach Bock drauf, irgendwas Skurriles zu machen. Und dann machen die das einfach. Scheißegal, ob die vom Turm springen oder Bäume hochklettern oder was auch immer. Och, mach ich einfach mal. Tag war so langweilig, da springe ich mal vom Turm. So, alles einsacken, Portal hält. Okay, du weg. So, links ist okay. Rechts sind Goblins. Wir brauchen unbedingt wirklich überall den zwei Felder hohen Wald und keine Goblins mehr. Also ja, die Goblin-Hütte stellt sich vor einen Wald, aber ich hoffe mal, dass das Spawn einer Goblin-Hütte dadurch irgendwie verhindert wird. Fällen. Achso, wisst ihr was? Töten. Irgendwie hört die Hälfte nicht. Ich habe gesagt, töten. Schon besser. Jungs, ernsthaft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Zwerg ist tot. So. Dass bei solchen Aktionen immer noch Zwerge sterben ist. Also ja, ich schicke sie unausgeschlafen los und in schlechter Ausrüstung und was weiß ich. Also mit nicht perfekter Ausrüstung. Und pump sie nicht mit Heiltränken voll. Aber ich meine, hey, in dem Stand, wo wir gerade sind, spieltechnisch, sollte das nicht mehr nötig sein. Es war nicht unser... Es war Lord Helmchen. Nein! Das war der Typ, der 20.000 Skillbücher gegessen hat. Okay, jetzt drücke ich auf Exit. Das ist doof. Und ja, die Skelette kommt wirklich. Nächste Nacht dann, wenn sie bei einer Belagerung nicht vollständig zerstört werden. Oh, so könnte das eskalieren. Also ja, du hältst dich da ganz gut. Deswegen sperren wir dich mal ein. Okay. Eskalation. Es werden hier immer mehr Skelette. Aber da sie nur eine bestimmte Geschwindigkeit haben beim Gehen, können es nur so und so viele werden, dachte ich jedenfalls. Aber jetzt durch diese Mini-Portale. Durch die Mini-Portale ist es ja so ein bisschen ausgehebelt. Das heißt, später kommt die dann durchgehend jede Nacht, weil immer Überschuss da ist. So, und Jungs, ihr trinkt jetzt alle mal einen Heiltrank. Da keinen Nerv mehr drauf. Heiltrank, 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 töten.
So. Benutzen. So, jetzt haben wir eine Handvoll getötet. Wir werden jetzt aber gleich wieder Richtung Portal gehen. Der ist aber gar kein Portal. Wo geht der jetzt hin? Da, wo das letzte Portal war? Oder wo geht der hin? Ja, hier war das letzte Portal. Hier verschwinden sie wieder. Okay, Spielmechanik entdeckt. Töten, töten. Das weg, das weg. Ja. Also wie gesagt, schade, dass in diesem Stand immer noch Zwerge sterben können. Durch, ne? Mich. Also, wenn wirklich alle Mithril-Rüstung hätten und alle Mithril-Waffen, die wir übrigens jetzt neu zuweisen müssen. So, so. Dann könnte es vielleicht besser laufen. Aber ich denke, ehrlich gesagt, nicht, dass es sehr viel besser laufen wird. Es ist halt nicht gedacht, dass unsere Zwerge absolute Oberkiller sind. Jedenfalls momentan nicht. So, so, so. Also. Das Portal lockt. Ich bin am Überlegen. Die Türen müssen aufgesammelt werden. Was wollten wir machen? Wir wollten eigentlich noch den zweiten Turm hier anpassen, aber das ist nur Dekokram. Genauso wollten wir hier wieder alles abflachen und so weiter, aber das ist eine Sisyphus-Arbeit. Da mache ich immer dasselbe, das halte ich nicht für besonders unterhaltsam. Ich wollte hier noch ein Schienensystem aufbauen mit Fahrstühlen. Aber das ist auch nur folgenlang, wenn wir das gleiche machen. Also Pilze entfernen, Kristalle entfernen, Pflanzen entfernen. Dann vielleicht ein so ein Höhlensystem mit Dirt auffüllen. Und dann in der nächsten Folge wieder. Kristalle entfernen, Pilze entfernen, Pflanzen entfernen, dann wieder ein Höhlensystem. Das heißt, wir würden dann 30 Folgen damit verbringen, irgendwie das gleiche zu machen. Das. Nee, komm. Wir wollten die Unterwelt erforschen. Das haben wir bis auf hier fast überall. Da ist noch ein Ding ins Nest. Ja. Aber ich denke, was da war, haben wir gesehen. Also wir haben die Drachen gesehen. Wir haben die Schatzkammern gesehen. Das ist das Ding mit den... Also ich nenne es einfach mal Schatzkammer. Das hier, wo es Gold, Silber, Diamanten, was weiß ich, gibt. Erinnert auch so ein bisschen an Minecraft, den Mod mit dieser Parallelwelt mit dem Wald. Mystic Forest, Mystical Forest, Twilight Forest, genau. Wo es ja auch so eine Schatzkammer gibt. Weil es halt in der Decken hängt. Das ist das eine, dann ganz viele Spinnendinger, Ameisendinger. Dann gibt es die Mini-Dungeons, wo Sachen rumstehen, wie hier. Wo dann auch teilweise Öfen sind, die benutzt werden von unseren Zwergen. Wir haben Unterwasserseen. Wir haben den Portalraum natürlich. Wir haben noch eine andere Art von Dungeon, diese Stein-Dungeon, wo überall die Säulen sind. Ah, hier klappt noch ein Drache rum. Die scheinen wohl zu respawnen. Was Schönes, aber warte mal. Muss was testen, dafür brauche ich einen Zwerg. Geh mal da, meiner. Dann habe ich mir Zeit, dich einzufangen. Also ja, es ist schön, dass die Drachen respawnen, aber die Drachen droppen nichts. Und sie bringen nur 40 XP. Das ist mau. Zwerg. Komm, Zwerg. Ich muss dich für ein Experiment missbrauchen. Na gut, ich versuche währenddessen noch was zu finden, was ich reden kann. Was die Dungeons so angeht. Aber ich kenne keine anderen Typen mehr. Nö. Also die Arten von unterirdischen Sachen gibt es wohl, die man finden kann. Und die haben wir gefunden. Das heißt, ich werde jetzt erstmal pausieren, bis die nächste Welt freigeschalten wird und dann da weitermachen. Wenn wir dann da weitermachen, also wenn die dritte Welt freigeschalten ist, werde ich hier in die Welt reinspringen. Die wird ja ganz mal abgespeichert und eventuell werde ich bis dahin dann noch ein bisschen was off-camera gemacht haben. Also was Begradigung der Welt angeht und Höhensystem und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie viel das sein wird. Oder ob ich überhaupt was mache. Aber eventuell müssen wir dann gucken.
Und es kommt kein einziger Zwerg. Wollt ihr mich veräppeln? Aber dich verlängere ich. Hier gebe ich ein paar mehr Aufträge, nur für den Fall, dass einer kommt, während ich gerade nicht gucke. Geschwindigkeit mal 1. Wir stehen alle dumm rum. Weil die Tür zu ist, oder? Tür auf, ja. Da wird's liegen. Na gut, testen wir. Exit. Beta-Version geschlossen. Vielen Dank fürs Spielen. Ja, und vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in ein, zwei Wochen, wenn die nächste Welt da ist. Soweit gefällt mir das Spiel super. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und dann bis bald.